Cause if I had a clutch on a Magnum. So Freunde, willkommen zurück bei Flatout 2. Ihr seht schon wieder die Ansicht hier, bei der wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und es geht direkt nochmal weiter mit dem Kanal Special Derby Cup. Ja, wir müssen den fahren. Sonst kommen wir nicht weiter. Leider Gottes. Wir starten als Fünfter, das geht immerhin noch. So. Ich habe heute keine Themen, nur aus dem Grund, weil das ja letztens überhaupt nicht gut ging. Als wir die ganze Zeit so auf zwei Bildschirme gelunscht haben. Und deswegen konzentrieren wir uns heute mal wieder voll aufs Fahren, damit wir die Scheiße ja auch endlich mal gebacken kriegen. Ist schon wieder viel Action dabei, hier fliegt schon wieder viel Scheiße durch die Kante. Und ich werde ein bisschen aggressiver reagieren, wenn mich hier irgend so ein Vollpfosten von der Strecke rammt. Denn es ist einfach nur nervig. Wenn man hier andauernd verliert sozusagen. Platz 3 ist mein Minimum. Oder besser gesagt, muss unser Minimum sein, weil wir wollen ja hier weiterkommen. Und wenn wir wieder nur Platz 4 machen, dann ist das nicht so toll. Sollten wir den ersten abräumen, das wäre natürlich das geilste ever. Denn dann hätten wir auf jeden Fall schon erstmal was ziemlich gut hinbekommen und dann könnten wir auch mal ein Rennen wieder total verkacken. So, Nitro voll, das werden wir auch gleich mal alles rauspulvern hier, dann kommen wir schon mal ordentlich hier durch diese ganze Scheiße durch. Ja, und haben auch direkt gleich wieder was gekriegt nach unserem Höllensprung hier aus dem, was macht denn der davon für ein Mist? So ein Vollidiot, ey, es liegt noch mehr Scheiße hier auf der Straße. Das heißt, auf der Straße, auf dieser voll verkackten Miststrecke. 3 Runden haben wir zu bewältigen. Eine haben wir schon geschafft und die andere, ja, sind wir jetzt auch schon wieder zur Hälfte durch. Schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Aufmutzen konnten wir die Karre ja, glaube ich, nicht mehr. Die war schon voll. Das bedeutet, wir müssen uns entweder mal eine neue Schrottlaube kaufen. Oder, ja, fahren so weiter wie gehabt. So, ein bisschen Nitro heben wir uns noch auf, denn in der Kurve hier werden wir wieder... Ne, machen wir diesmal nicht, finde ich gut. Und da können wir hier volle Granate rauspulvern. So. Batsch. Neuer Rundenrekord. Na, das ist aber echt schön. So, wir sind Erster, aber dicht hinter uns... Dicht hinter uns fährt... Sophia Martinez, ich kann diesen kleinen Drecksmotor schon von hier aus wieder hören. Und die kotzt mich einfach nur an, weil die so eine kleine Dreckskarre hat und damit ist sie immer so flink unterwegs und ach Mensch, hör doch auf. Ach ey, dieses Geräusch von diesem Motor, das ist einfach nur so grauenvoll, ey. Und dann kommt sie da blöd von der Seite. Die kann sich mal verpissen, ey, ehrlich, die nimmt uns unseren ersten Platz nicht weg. Wir müssen hier unbedingt Erster werden. Mann, jetzt verpiss dich doch mal, ey. Ich wollte schon was anderes sagen, aber das habe ich dann doch lieber gelassen. Siehst du, wegen der haben wir jetzt wieder diese Scheiße hier. Ey. Und die fährt sogar wieder vor uns. Das kann doch irgendwo nicht sein. Mein Gott, ey. Hier müssen wir jetzt gut durchkommen. Komm schon. Brauner, na los, du schaffst das. Ja. Na komm, los, jawoll. Erster Platz, das ist doch ein guter Anfang für heute. Die schnellste Runde haben wir aber gar nicht. Die hat uns wieder die Martinez geklaut. Das ist jetzt aber echt scheiße. 3 Slams haben wir gemacht. Und den Bulldozer haben wir auch wieder. Schick, schick. So, zur Zeit zum Master, das ist auch ziemlich gut. Ob es am Ende so bleiben wird, glaube ich nicht. Wir gehen direkt zu Rennen Nummer 2 im Water Kanal 3. Den haben wir ja letztes Mal... gemacht, genau wie den, der danach kommt. Und diesmal werden wir hoffentlich hier besser rauskommen und nicht mit Platz 4 oder 6 oder was wir da auch immer hatten. Ja, wenn man als Achter startet, ist das schon wieder keine gute Voraussetzung. Wir müssen uns hier durchkämpfen. Anders wird es nicht ablaufen.
Da sind aber auch mit die blödesten Strecken hier, Waterkanal, also muss ich ehrlich sagen. Weil hier wirklich so viel Schrott rumliegt, das ist nichts gegen manche andere Strecken. Und dauernd irgendwelche behinderten Dreckskurven, die uns wirklich total aus der Form bringen. Hier sind wir zwar jetzt gut durchgekommen, weil wir Jack Benton gerammt haben. Aber mehr ist da auch nicht gelaufen. So, wir fahren immer schön hier lang, denn das ist der kürzere Weg. Wohl muss ja gar nicht sein. Aber wir sind trotzdem Erster. Und hinter uns schon wieder diese kleine, elende Drecksmade mit ihrem verkackten Mini-Auto. Gut, die ist jetzt, glaube ich, irgendwo hängen geblieben. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Vorsprung vor den anderen Nullen. Ja, ich sehe sie gerade nicht auf dem Fahrrad da. Das ist gut so, das kann ruhig so bleiben. Ja, jetzt kommen sie wieder, diese kleinen Schweine. Und holen wieder schön auf. So, komm, wir müssen jetzt hier Zeug gut machen. Wenn wir jetzt nämlich gut machen, dann... Wenn wir jetzt Zeit gut machen, ja, na toll. Nee, gut, das hat sich jetzt schon wieder erledigt. Ach, vier Runden, Mensch, das ist doch schon wieder scheiße. Uah, komm rum. Gut, Brauner, gut, komm, gib Stoff, ey, na los, komm, ey, das Ding ist so arschlangsam. Da ist ja eine Achterbahn schneller. Na los. Obwohl, Achterbahnen sind eigentlich immer schneller, oder? Das war jetzt nicht so der Bringer. Jetzt sind wir nämlich auch wieder Zweiter und dicht hinter uns fährt schon wieder so ein kleiner Dreckshund, der uns schon wieder blöd hinten in die Karre reinfährt, weil er nichts anderes zu tun hat. Mann, ey, die Kunden hier echt, ey. Guck dir das an, ey, da ist er wieder schneller als wir. Du kommst jetzt hier in die Leitplanke. Jawohl. Jetzt kannst du dich glücklich schätzen, du Arschloch. So. Wir sind immer noch Platz 2. Naja, gut, das geht immerhin noch, weil letztes Mal sind wir ja Vierter geworden. Da musste ich aber auch immer auf einen anderen Bildschirm lunchen. Wegen diesen schönen russischen Vornamen. Und ich höre schon wieder diesen dreckigen Motor, ey. Oh, mein Gott. Schlimmer geht's echt nicht. Eigentlich habe ich euch gar nicht so viel Zeit aufzunehmen, aber ich tue es für euch. Damit mal wieder ein paar Folgen kommen. Und das hätte jetzt gerade nicht passieren dürfen, denn jetzt fahren sie gleich alle an uns vorbei. Ja, wie gesagt, ne? Wenn wir die eine abdrängen, hier kommt der andere. Jetzt lenk endlich gegen, Junge. Mein Gott, ey, komm. Was fällt dir denn so schwer? Ey, hallo? Alter. Was geht denn hier ab, ey? Da, jetzt endlich haben wir es mal geschafft. Meine Fresse, ey. Zwei Plätze verloren hier. Na gut, eigentlich ja einen, aber insgesamt dann halt. Ey, alle fahren sie einen so dreckig gegen die Karre dagegen und du kommst da einfach nicht mehr raus. Weil von der einen Seite einer kommt, dann kommt von der anderen Seite wieder einer. Und dann hast du einfach nur zu tun, dass du da wieder rauskommst. Und dir hilft wirklich nichts. Nicht mal das gute Gegenlenken hat gerade eben geholfen. So, und jetzt hilft nur noch die Schnelligkeit auf der letzten Geraden hier. Vielleicht wären wir noch Zweiter, wenn die da vorne gut... Jawohl, wir wären Zweiter. Ah, das musste sein. Jawohl. Ah, das tut gut, ey. Dieser kleinen, dreckigen Made mal richtig in die Karre reinzuheizen, ey. So muss das sein. Ja, komm, ey, du kannst mich mal... Du kannst eh nichts, außer blöd in die Karre fahren. Zweiter sind wir geworden. Das ist auch völlig in Ordnung. Denn jetzt schaffen wir auf jeden Fall den Scheiß, auch wenn wir nochmal Letzter wären hier. Ach, ist das schön. So. Hoffen wir jetzt auch nochmal auf eine gute Fahrt. Allerdings kann sie auch schlecht werden, denn versauen können wir uns hier nichts mehr. Großartig zumindest. Ach, so, das schöne Hello Kitty Schild oder was da auch immer drauf stand, kommt auch schon wieder runter. Und diese alte Klemme hier, ey, Mann, ich könnte nur hier ins Mikro schreien, aber ich kann nur nörscheln. Denn es ist einfach nur so zum Verzweifeln. Und ich verspreche mich andauernd, weil ich hier
nur unter Aggression stehe. Guckt euch an, was die für eine Scheiße zusammenfahren. Und gegen uns sind sie dann immer so stark, ey. Das ist einfach kein faires Spiel. Das ist genauso unfair wie Counter-Strike. Hey, wo kommt denn der Typ her? Ey, das ist ja wie eine Abkürzung, ey. Da müssen wir dann auch mal runterfahren. Obwohl, ich will ja nichts riskieren, aber wenn wir da runterfahren, können wir da gleich langfahren. Und da sind wir auf jeden Fall gut dabei. Weil da haben wir einen großen Vorsprung. Und wo kommt denn die wieder her? Die habe ich doch gerade voll abgehängt, ey. Das ist doch... So, Nitro verbraucht und die Kurve müssen wir gut nehmen. Aber irgendwie kriegt er ja die Lenkung wieder nicht rum, weil er ja nicht Auto fahren kann, weil er das ja nicht gelernt hat. Deswegen fährt er auch nur bei solchen Drecks-Derby-Cups mit hier, ey. Mein Gott, dritter Platz, ey. Ich weiß nicht, was die Lenken da gerade wieder gespielt hat mit uns, aber auf jeden Fall ging es nicht. Die Schuld liegt beim Auto, nicht an mir. Ja, komm, ey, der fährt schon alleine gegen die Wand, da müssen wir gar nicht mehr helfen. Da kommt sie wieder von der Seite. Ich bin hier nur am Durchdrehen, ey. Fahren wir mal hier durch den Laden durch, machen wir ja so gerne. Hier ist eh schon viel zu viel im Arsch, da können wir auch noch ein bisschen mehr kaputt machen. Teilschuld tragen wir eh. Was soll der Scheiß wieder, hast du etwas Spaß dabei? Uns in die Mauer zu rammen oder was. Jetzt sind wir wieder Vierter. Ganz prima. Komm, du kannst dich gleich mal verpissen. Endlich mal ein anständiger Motor, der uns da verfolgt, ey. Ich weiß gar nicht, ob ihr es hören könnt. Ich habe den Sound eigentlich ziemlich hochgestellt, aber ich höre halt auch nur durchs Headset. Ja. So. Unser Motor ist Gott sei Dank ein guter und hat nicht solche scheiß Klänge drauf wie manche anderen Dinger. Ich erwähne nur Sophia Martinez. Ja, da kann sich jeder seinen Teil denken. So, diesmal haben wir die Kurve sehr gut gekriegt. So muss es ablaufen. Gleich mal wieder einen Platz gut gemacht und ein neuer Rundenrekord. Das ist doch geil. Da fängt die letzte Runde doch echt geil an. So, Jack Benton, den fahren wir auch gleich nochmal hier rein. So, bisschen Nitro gleich mitgenommen, das brauchen wir wieder, um ein bisschen auf Geschwindigkeit zu kommen, und dann werden wir die einzige beknackte Mistkurve hier vorne auch noch gut nehmen. Jawohl, ey. Na, das läuft doch super hier, die Runde 3. Da kann ich doch gar nicht meckern. Zumindest jetzt noch nicht. Außer jetzt, weil dieser Wichser sich rächen will und du fährst jetzt hier in die scheiß Betonmauer rein, du Arschloch, du elendes, ey. Mein Gott, ey. Nur immer blöde an der Seite kleben und einen versuchen, in die Wand zu rammen. Weil sie ja wirklich überhaupt nichts können, außer das eine. Mein Gott, wie muss ich mich hier zusammenreißen bei diesem Spiel? Manchmal wird es mir nicht gelingen, das kann ich euch schon im Voraus sagen. Dann werde dann einfach nur noch komische Klänge durchs Mikro, besser gesagt, durchs... Ja, durch mein Mikro, aber durch... Was macht denn die hier für eine Scheiße? Ja, durch eure Hörer, durch eure Kopfhörer oder eure, ja, was weiß ich, wo ihr eure Hörer habt. Ey, gerade klebt die noch vor einem Auto und jetzt auf einmal ist sie schon wieder neben uns und rammt uns hier so beschissen in diese Kackwand rein. Aber wir schaffen es trotzdem, den zweiten zu belegen. Jawoll! Aber doch wieder nicht die schnellste Runde. Das ist echt scheiße. Diese Kacks Martinez hier, die nimmt uns wirklich unseren ganzen Spaß. Mensch, diesmal haben wir ja wirklich gar nichts gemacht. Aber wir sind sogar Erster. Ja, Mann. Geil. Vorhin waren wir Vierter, jetzt sind wir sogar Erster. Und da kriegt man sogar noch 1600 Taler Belohnung und ein Event, was wir leider nicht fahren können. Ja, tut mir echt leid. Den Splitter haben wir freigeschalten. Der sieht ja echt gut aus. Werden wir uns vielleicht sogar zulegen. Switchblade haben wir auch. Und noch... Nee, so. Level 3. Nochmal 7500 Taler drauf. Aufs Ganze. Und da sind wir bei 62% in der Derby-Klasse angekommen. Na, das ist doch mal echt nett.
Wir gehen gleich mal zum Autohändler und gucken mal, was der so für Rennautos hat. Ja, den Lancia und den Fortune, was ich hier eigentlich am geilsten finde, den hier oder den Daytona, der ist eigentlich auch ziemlich geil, werden wir leider nicht fahren können. Oder vielleicht nicht freischalten können. Ich weiß es gar nicht genau, weil wir ja bestimmt Events nicht machen können. Wer das nochmal genau erklärt haben will, guckt einfach die Folgen davor. Ich glaube Folge 1 oder so müsste es gewesen sein. Da habe ich das ja alles erklärt. Okidoki, können wir uns von denen hier... Ne, das fing ja der erste Wagen bei 30.000 an, glaube ich. Was haben wir hier so dabei? Switchblade und Splitter. Und den Venom. Naja, nehmen wir an, wir kaufen uns den Splitter für 12.000. Und verscherbeln unsere Karre, die jetzt vielleicht, den haben wir ja gar nicht mehr. Ja, unsere Karre würde vielleicht gerade mal 4.000 oder so einbringen und das lohnt sich ja eigentlich überhaupt nicht. Den können wir irgendwann später mal verscherbeln. Aber jetzt noch nicht. So, dann möchte ich mich doch direkt von euch verabschieden. War mal wieder geil. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Und ja, liken, wenn es gefällt. Wenn es nicht gefällt, drunter schreiben in die Comments, was falsch ist. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal.